Als erstes werde ich diesen kleinen Holzkalender mit dunkelbrauner Acrylfarbe bestreichen. Wo es den zu kaufen gibt, schreibe ich euch in die Infobox. Wenn die Farbe dann getrocknet ist, gehe ich mit meinem Krakelierlack nochmal über einzelne Stellen. Dabei achte ich darauf, dass ich den Lack nicht nur in eine Richtung verstreiche, sondern in verschiedene Richtungen, damit die Risse, die dann entstehen, auch nicht nur in eine Richtung gehen. Wenn der Lack dann getrocknet ist, kommt hellere Farbe darüber. Und zwar mische ich da Weiß mit ein bisschen Braun. Wenn die Farbe getrocknet ist und sich die Risse gebildet haben, werde ich dann im nächsten Schritt mit einem Schleifblock die Kanten ein bisschen aufrauen, damit man die dunkle Farbe wieder durchsieht. Hier könnt ihr jetzt sehen, wie die dunkle Farbe wieder zum Vorschein kommt. Als nächstes möchte ich eine Spitzenbordüre hier anbringen. Die werde ich aber erstmal ein bisschen einfärben. So, das mache ich jetzt erstmal mit einem braunen Stempelstift. Und dann kommt noch ein bisschen Orange dazu.
Dann wird die Spitzenbordüre mit Textilkleber hier angebracht. Und hier kommt dann auch noch eine Spitzenbordüre hin. Als nächstes möchte ich ein paar Häkelblüten anbringen. Das mache ich mit meiner Heißklebepistole. Als nächstes werde ich die Würfel mit der gleichen Deckfarbe bemalen. Ich habe jetzt ein bisschen Schmuck und den werde ich jetzt hier anbringen. So, und das mache ich wieder mit meiner Heißklebepistole. So, und damit ist der Holzkalender dann fertig.